Als Patient kennen Sie das Gefühl. Sie kommen in eine Arztpraxis, sehen ein Wartezimmer voll mit niesenden und schniefenden Menschen und fühlen sich direkt noch kränker. Sie werden versuchen, möglichst wenig Berührung mit den Gegenständen in der Praxis zu haben. Allein durch die Betätigung des Türdrückers werden Tausende von Bakterien übertragen und Menschen infizieren sich mit ansteckenden Krankheiten. Oft gibt es zwar fest installierte Desinfektionsspender, diese bleiben jedoch wirkungslos, wenn danach per Hand der Türdrücker betätigt wird. Daher werden automatische Türsysteme immer mehr gefordert. Als Allgemeinmediziner habe ich derzeit zu ca. 60% mit bakteriellen und viralen Infekten zu tun. Meistens kommt es zu einer Übertragung durch Tröpfchen oder aber durch Berührung von Türklinken zum Beispiel. Deshalb brauchte ich für meine Praxis eine Lösung, dass meine Patienten berührungslos Türen passieren können. Diese Anforderungen haben Arztpraxen und Krankenhäuser, aber auch alle sonstigen Gebäude, in denen viele Menschen aufeinandertreffen. Dr. Ahlers entschied sich für den Innentürantrieb Portamatic vom Tür- und Torspezialisten Hörmann, der mit einem speziellen Taster Türen berührungslos öffnet und schließt. Die Vorteile des Portamatics ist zunächst mal die einfache Montage. Dadurch, dass ich das Ganze auch rückstandsfrei da demontieren kann, kann ich es perfekt in Mietswohnungen einsetzen. Das Ganze ist steckerfertig, das heißt, auch die Montage kann schnell ausgeführt werden. Einsetzbar bei Innentüren, Stahltüren bis 125 Kilo. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, den wir hier einsetzen können, weil wir vom Preis her 25% unter dem, was Marktbegleiter letztendlich einsetzen. Bedienelemente sind werksmäßig von uns nicht mitgeliefert. Der Kunde entscheidet dann, was er nutzt. Nutzt er das Ganze mit einer Fernbedienung, nutzt er das Ganze über Smartphone, berührungslos im Hygienebereich. Wir wollen in unserer Praxis eine moderne und hygienische Ausstattung und der Hörmann-Türantrieb bietet diese Vorteile, insbesondere weil wir den Praxisbetrieb bei der Installation nicht unterbrechen mussten. Alles ließ sich an einem Mittwochnachmittag bewerkstelligen. Die Montage dauert 1 bis 1,5 Stunden ungefähr. Das geht also perfekt am Mittwochnachmittag, wie wir es heute jetzt zum Beispiel gesehen haben, hier bei geschlossener Praxis den Antrieb zu montieren. Es gibt nicht viel Dreck, nicht viel Aufwand, der ist super schnell und einfach in Betrieb genommen. Jetzt kann der Patient die Tür berührungslos öffnen und muss den Drücker nicht betätigen. Zudem stellen automatisch betriebene Türen für viele Menschen im Alltag eine große barrierefreie Erleichterung dar. Ein weiteres wichtiges Kriterium, vor allem in öffentlichen Gebäuden. Die Vorteile sind für mich, dass dieses neue System eingebaut worden ist. Ich brauche keinen Türgriff mehr anzufassen. Die Türen gehen automatisch auf und zu. Und man hat nicht mehr diese Angst, sich anzustecken. Ja, wir haben schon einen Portamatic-Türantrieb zur Wartezimmertür und sind nun froh, dass unsere Patienten die Praxis auch berührungsfrei durch die Eingangstür betreten können und anschließend auch keimfrei wieder verlassen können. Wir finden, dass in Bereichen, wo viele Menschen verkehren und insbesondere in Arztpraxen so ein Türantrieb Standard sein sollte. Unsere Redaktionsempfehlung: Metallbauer sollten die Chance auf ein Zusatzgeschäft zu ihren bereits eingebauten Türen nutzen. Mehr Informationen zum Antrieb und Tipps für den Einbau lesen Sie in Ihrer M&T.